Hallo, herzlich willkommen zu unserem Neujahrsgottesdienst. Heute am 1.1.2021. Genau, herzlich willkommen allen, die sich jetzt bereit gemacht haben, wieder zu hören, was der Herr an Ermutigung hat, vor allen Dingen für dieses spannende, vor uns liegende neue Jahr. Ja, es gibt ja viele Leute, die denken, 2020 haben sie hinter sich gebracht, jetzt wird alles wieder gut. Wir werden sehen. Kann auch anders sein. Wir werden sehen. Wir sind jedenfalls gespannt, was der Herr hat heute für uns. Und ich werde euch ein super interessantes geistliches Wort weitergeben, ein prophetisches Reden, was ich am 20. Dezember empfangen 2020. habe. 2020? Ja, empfangen habe. Und sei gespannt. Es ist wirklich richtungsweisend. Genau. Aber vorher wollen wir in eine gute alte Tradition, die wir ja in den Livestreams entwickelt haben, einsteigen. Extrem alt, ja. Extrem alt. Und wir wollen miteinander zuerst uns auf das Wort Gottes ausrichten. Zuerst wollen wir Gott erheben. Zuerst wollen wir auf ihn schauen. Yes. Das ist eine gute Angewohnheit, die wir in diesen Livestreams vom Gottes Haus entwickelt haben. Und wir machen das, damit das Wort Gottes in uns gefestigt wird, dass es uns ermutigt, dass es uns weiterbringt, dass es wirklich tiefe Wurzeln in unserem Glaubensleben schlägt. Amen. Und dass wir nicht oberflächlich irgendetwas tun, erleben, machen, sondern dass wir uns immer ausrichten an diesen Verheißungen des Wortes Gottes, an dem Wort selbst, was Kraft hat, die Dinge zu verändern. Und wir wollen miteinander lesen. Ich bin mal gespannt, was du für einen Text rausgesucht hast. Genau, aus 2. Korinther 4, ab Vers 6. Ist das jetzt das Wort für 2021? Nein, nein. Nur für den Livestream jetzt. Okay. 2. Korinther 4, ab Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet Halleluja. Ist. Ja. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das soll für uns alle gelten. Ja. Amen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft Gottes sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Also von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Das ist eine andere Übersetzung dazu. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Halleluja. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Ja, also das ist ja wirklich etwas, was viele Geschwister erlebt haben in den letzten Monaten. Seit dieser Corona-Geschichte. Genau. Deshalb ermatten wir nicht. Das ist unsere große Zuversicht. Das ist für mich der Ausblick, auch schon in dieses neue Jahr, von daher ist es wahrscheinlich schon ein gutes Wort für das Jahr, was das vor uns auch, liegt. Ja. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Amen. Ist das nicht ein geniales Wort? Yes. Unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert durch das Eingreifen Gottes, durch seine Gnade, durch sein Wort, durch die Kraft seines Wortes, durch die Verheißungen, durch seine Ermutigung, yes, durch seine Zurechtweisung, durch die Weisheit des Heiligen Geistes von Tag zu Tag erneuert. Das ist nichts Altes, nichts Altbackenes, nichts etwas, was vom letzten Jahr gerade noch übrig ist oder vom Festessen übrig ist und aufgewärmt wird, sondern wir werden erneuert, Tag für Tag. Jeden Tag neu aus seiner Gnade lebend, ja, jeden Tag neu von ihm Kraft ziehend. Das ist etwas, was uns gehört, was uns der Herr jeden Tag schenkt.
Es ist nichts, was er irgendwie irgendwoher kramen müsste, sondern es ist die Macht seines Wortes und der Heilige Geist in uns. Denn wir werden Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, also wenn du jetzt mitten in Bedrängnis bist, wirst du sagen, das ist nicht leicht. Aber gemessen an dem, was hier der Paulus uns schreibt, ist es wahrscheinlich doch ein leichtes. Denn er schreibt, das vorübergehend Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht an das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Yes. Das Unsichtbare, ihr Lieben, lasst uns auf wirklich diese übernatürlichen Möglichkeiten Gottes schauen. Lasst uns nicht an dem kleben bleiben, dass wir sagen, es ist alles so schrecklich, es ist alles unmöglich, sondern lasst uns festhalten an dem Wort, dass das Unmögliche bei Gott möglich ist. Ja. Was bei den Menschen nicht möglich ist, ist möglich bei Gott. Amen. Und das ist das, was unser Gebet ist. Wir sind gespannt, wie der Herr auch in dem Dienst von Gottes Haus diese Dinge hervorbringen wird. Wie er uns seine Herrlichkeit sehen lässt, wie er uns in unserem Dienst Tag für Tag erneuert, wie er uns aus der Bedrängnis herausholt, damit wir auf ihn, auf das Übernatürliche schauen. Und dass das Übernatürliche das Natürliche berührt. Amen. Da kommen jetzt, wir hin. Da beten wir für. Jawohl. In diesem Sinne, lasst uns zusammen beten. Lasst uns den Herrn erheben. Ja. Herr, wir danken dir für deinen Segen, den du uns im letzten Jahr geschenkt hast. Wir danken dir für allen Schutz, alle Bewahrung, alle Versorgung. Wir danken dir für dein Durchtragen. Wir danken dir, dass du uns in vielfältiger Weise, auch durch Bedrängnis, auch durch Schwierigkeiten, auch durch manche Irritation, die es in dieser Zeit gab, geführt hast, geleitet hast, zusammengebracht hast, gelenkt hast, versorgt hast. Wir danken dir für alle gute geistliche Speise, die wir genießen durften. Wir danken dir für das, was du uns einfach gegeben hast, wie du uns durchgetragen hast. Ja, manches war schwierig, manches war einfach auch doof. Es war ätzend, aber du hast uns hindurchgeführt und du hast uns gut geleitet. Ja, es war kein Spaziergang auf einem sonnenbeschienenen Grasfleck, ja, wo man so entlang spazieren konnte, aber es war etwas, wo du uns geführt hast und geleitet hast. Und wir wissen, du führst uns gut und du lenkst uns gut und du führst uns auch gut in dieses Jahr 2021. Yes. Und Herr, wir danken dir, wir preisen dich, wir ehren dich, wir erheben deinen Namen. Dir gehört Reichtum, Macht und Herrlichkeit. Du bist das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der war und der ist und der kommt. Amen. Der unveränderbar ist, der immer gleiche Gott. Du bist der eine, der wahrhaftige Gott. Der den Sohn gegeben hat, damit wir gerettet sind von Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Dieses Unterpfand unseres Glaubens, der den Herrn groß macht in uns, der uns in alle Wahrheit leitet, der Weisheit und Erkenntnis uns schenken will. Und wir preisen und wir ehren dich, Herr. Wir danken dir für diesen Livestream. Wir danken dir für jeden, der zuschaut. Wir danken dir, dass du für jeden heute eine Berührung durch deinen Heiligen Geist hast. Absolut. Wir glauben, dass du jeden, der denkt, er ist aufgerieben, er ist am Ende, dass du sagst, nein, nicht das Ende ist das Ende, sondern jetzt fangen wir an. Ich werde mit dir weitergehen. Ich werde dich beschenken. Ich werde dir eine neue Sicht der Dinge geben. Ich werde deinen Glauben erneuern. Tag für Tag wirst du sehen, mein Kind, dass dein Glaube aufsteht, dass dein Glaube erneuert wird, dass du nicht zurückstecken musst, sondern dass du überwinden wirst. Amen. Und du wirst trainiert, du wirst zugerüstet für die Zeit, die jetzt kommt. Amen. Und wir beten für dich, dass was hier in diesem Bibelvers hier in 2. Korinther, in diesen Versen steht. Gott sagt, aus dieser Finsternis wird ein Licht leuchten, was in deinem Herzen aufleuchtet. Amen. Der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesus Christus wird in deinem Herzen aufleuchten. Das proklamieren wir hier. Ich proklamiere, dass der Schatz in deinem Herzen ist, in irdenen Gefäßen. Aber nicht nur das, sondern die Übermaß der Kraft
von Gott. Ja, nicht aus uns, sondern von Gott, ist in dir. Amen. Und kommt immer mehr hervor, ja. Kommt immer mehr in deinem Leben, in deinen Taten, in deinen Werken, in deinem ganzen Dasein hervor. Die Kraft Gottes, sein Wirken, das, was der Heilige Geist für dich hat. Und deshalb bist du vielleicht bedrängt, aber nicht erdrückt. Ja. Deshalb ist vielleicht die Situation so, dass man keinen Ausweg sieht. Aber es gibt doch einen Ausweg. Wir sind nicht ohne Ausweg. Deshalb fühlst du dich vielleicht verfolgt, aber du bist nicht verlassen. Du bist nicht niedergeworfen. Du bist nicht vernichtet. Du bist jemand, der steht und der weitergeht mit dem Herrn. Ja, hier heißt es sogar, allzeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Das ist ein Geheimnis, von dem Paulus hier spricht. Ja? Aber egal wie es ist, selbst wenn du schwer krank bist, das Leben Jesu soll auch an deinem Leib offenbart werden. Das ist etwas, was von Heilung spricht, die uns zusteht. Deshalb, weil all das ist, ermatten wir nicht. Amen. Halleluja. Wir ermatten nicht. Wir ermatten nicht. Das heißt, wir werden nicht müde, wir werden nicht schlapp, wir werden nicht frustriert, wir werden nicht enttäuscht. Wir ermatten nicht, okay? Genau. Sondern, auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, man wird halt älter, ne? Wird der innere, der geistliche Mensch, derjenige, um den es geht, der wird von Tag zu Tag erneuert. Das proklamieren wir über dir. Das ist etwas, was du nehmen sollst, was für dich gilt. Ja. Erneuert, von Tag zu Tag, erfrischt, aufgebaut, weiterkommen in dem, was der Herr für dich hat. Denn das schnell vorübergehende Leichte deiner Bedrängnis hat eine Auswirkung. Amen. Es bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ja. Was Paulus hier sagt, Gewicht von Herrlichkeit, das ist ein Wortspiel. Kabot, der hebräische Begriff für Herrlichkeit, bedeutet Schwere, bedeutet Gewicht, bedeutet diese Präsenz Gottes, die einen hier runterdrückt, einfach, weil das schwer ist. Ne? So, und das sagt er, das bewirkt das. Hier, unsere Situation hat Auswirkungen im Geistlichen. Selbst wenn dein Leben im Natürlichen erbärmlich aussieht, im Geistlichen kannst du siegreich sein in der Herrlichkeit des Herrn. Und deshalb sagt er, schauen wir nicht das Sichtbare an, das Natürliche, sondern wir erheben unseren Blick und schauen in das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und diesen Blickwinkel, den müssen wir haben. Yes. Wir müssen einen Blickwinkel haben. Ja, für all das, was uns jetzt hier widerfährt, das ist zeitlich befristet. Es wird irgendwann vorbeigehen. Aber das, worum es eigentlich geht, das ist das Ewige, das ist das Amen. Unsichtbare, das ist das, was der Herr für uns hat. Halleluja, und das beten wir für dich, dass das in deinem Leben, in diesem Jahr 2021 sich manifestiert, wie du es noch nie gesehen hast. Im Namen des Herrn. Yes. Amen. Amen. Ja, cool. Amen. Yes. Also, ich weiß zwar, dass viele jetzt auch die Ankündigung gelesen haben, dass der Martin ein prophetisches Wort haben wird für uns alle. Ich kenne das Wort schon, es ist echt cool. Aber ich hatte den Eindruck, es ist einfach auch für manchen von uns wirklich nötig, notwendig, nochmal sich darauf zu fokussieren, dass die Dinge, die eben aufgerieben sein, ermattet sein, ermüdet sein, dass die neu von uns betrachtet werden müssen, um in dieses Jahr wirklich gestärkt reinzugehen. Und dass wir wissen, wir gehen nicht alleine. Wir gehen nicht alleine. Und ich habe im Internet hab ich so eine Überschrift gefunden, da heißt es, Gott macht Zukunft. Und da dachte ich, hey, das ist cool. Gott macht meine und deine Zukunft. Wir gehen nicht in eine Zukunft, die schwammig oder komisch ist oder die irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, sondern Gott macht deine und meine Zukunft. In einer Welt, die uns so fremd geworden ist, wenn ihr zurückschaut auf das letzte Jahr, ich weiß nicht, wie ihr den Jahreswechsel erlebt habt, diese komische Situation und es war so anders auch wieder mit Weihnachten und auch Neujahr und so. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber der Rückblick ist uns allen wahrscheinlich dieses Jahr nicht so leicht gewesen. Wir mussten uns alle irgendwie mit den letzten Monaten arrangieren und es war eine Welt geworden, die von einem schwarzen Mantel umhüllt worden ist. Und die Mächte und Fürstentümer und Gewalten haben uns sehr beschäftigt. Und das ist etwas, was vielen von uns nicht leicht gefallen ist, zu durchleben. Und ich möchte euch was Persönliches sagen. Ich bin ja nicht davon irgendwie
entnommen, dass ich das nicht auch erlebe, dass ich das nicht auch sehe, dass mich das nicht auch versucht zu attackieren, mich anzugreifen. Sondern in der letzten Woche hatte ich wirklich auch ein Erlebnis, wo ich euch Mut machen möchte, dass ihr auch in solchen Situationen, Attacken, Herausforderungen, wie auch immer man das nennen möchte, dass ihr das auch in euren Herzen bewegt und vielleicht einfach sagt, ja, das stimmt, da kann ich mich drin wiederfinden, oder auch, das ist eine Möglichkeit, aus solchen Situationen rauszukommen. Ich merkte nachts, als ich so wach wurde, dass meine Gedanken sich in eine Richtung von Befürchtungen, Sorgen, eine Schwere, etwas, was ich gar nicht so greifen konnte, hinein entwickelten. Ich machte mir tatsächlich Gedanken um meine Kinder und um mein Enkelkind. Es war für mich sehr, sehr schwierig, auf einmal in diesem Gedankenkarussell irgendwie den Absprung zu schaffen. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch auch. Denn die Dinge unserer Familie, unserer Verwandtschaft, unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen, wie auch immer, die gehen nicht einfach so spurlos an uns vorbei. Und die letzten Monate unter den Maßnahmen mit der Maske, mit den Strafen, mit den Denunzierungen, all diese Dinge, die gehen nicht einfach so locker an uns vorbei, dass wir sie ignorieren würden. Und ich hatte wirklich eine ganze Weile so dagelegen und über alle Szenarien nachgedacht, was wird werden, was kann werden. Befürchtungen wollten Raum von mir nehmen und ich begann zu beten. Ich begann auch in Sprachen zu beten, aber ich breitete vor dem Herrn alle diese Sachen aus und trotzdem kam ich irgendwie nicht richtig dazu einem Ergebnis. Und irgendwie fand ich auch keinen Weg, aus diesem Gedankental rauszukommen. So, und in den, ja, ich denke mal in den vergangenen Jahren, wo ich ähnliche Situationen erlebt habe, habe ich mir etwas angewöhnt. Es ist wie ein Muster geworden in meinem Leben und diesem Muster wollte ich unbedingt folgen, denn das hatte ich wirklich schon in vielen Nachtstunden, in denen ich so eine Situation erlebt habe, hatte ich das schon ausprobiert. Ich stand auf. Also wenn du nachts unter diesen Attacken oder unter diesen Befürchtungsdruck kommst oder diese Gedanken dich so blockieren, dass du auch nicht so wirklich da rauskommst, dann möchte ich dir das wirklich ans Herz legen, dass du das mal ausprobierst. Ich stand auf, machte mir was zu trinken, wickelte mich in meine Decke, nahm meine Bibel und setzte mich in mein Gebetseckchen. Ich machte mir alle Lichter an, die wir noch so von Weihnachten hatten. Und es war eigentlich 3 Uhr nachts. 3 Uhr, das ist eine Zeit, da ist noch nicht die Morgenröte da, sondern es ist wirklich dunkel, dunkel. Und genau wie dieses Dunkel, Dunkel, so habe ich das gefühlsmäßig empfunden. Was wird mit den Kindern? Wie werden sie sich entwickeln? Wie wird das weitergehen? Wie ist das jobmäßig? Wie können sie mit diesen ganzen Dingen umgehen? Und ich war wirklich da nicht gerade ermutigt. Und ich hatte schon oft erlebt, also wenn ich dann aufgestanden war, meine Bibel genommen habe, dass das schon mal wie so ein Break gewesen ist, wie so ein, wie so ein Punkt, etwas zu unterbrechen, was vorher so eine Eigendynamik entwickelt hatte. Und ich nahm meine Bibel und ich betete, Herr, schenk mir ein Wort, dass deine Gnade mich rausholt aus diesem Gedankenspiel, dass deine Gnade mir eine Öffnung zeigt, einen Weg zeigt, eine Tür aufmacht, dass ich aus diesem Ding rauskomme. Und ich hatte das wirklich schon oft erlebt, dass das der Herr tut, dass er treu ist zu seinem Wort, dass er dieses von Tag zu Tag erneuert, auch nachts für uns tut. Und so war es auch dieses Mal. Ich hatte
gebetet, nochmal, Herr, also ich brauche wirklich ein Wort jetzt der Ermutigung, aber auch etwas, was für meine Kinder gilt, was für dieses Jahr gilt, wie ich weitergehen kann. Und der Herr ist wirklich, oh, er ist wirklich cool und treu und so super. Er hat mir diese Bibelstelle gezeigt aus Jesaja 40, Vers 11. Die musst du lesen. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schönes Bild, was wir da bei Jesaja finden. Da heißt es, er, der Herr, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Als ich diesen Vers gelesen habe, hat es in meinem Herzen wirklich wie so ein Freudenhüpfer gegeben, dass ich dachte, ah, krass, genial. Ich muss ja gar nicht durch diese ganzen blöden Sachen alleine gehen. Ich muss ja gar nicht irgendwie einen Weg suchen und irgendwie die Kinder mit hinterher schleppen oder mein eigenes Leben hinterher schleppen oder den Dienst oder was auch immer, sondern es heißt hier, er wird fürsorglich leiten. Das hat mich so getröstet, das war für mich eine Freude, eine Zuversicht, eine Hoffnung, ein Ausblick, eine Gewissheit. Und diese ganzen Konstrukte von diesen bedrängenden Gedanken, die hörten auf einmal auf. Und ich sag dir was, das kannst du mit positivem Denken nicht erreichen. Das funktioniert nicht, weil das positive Denken, was so in der Welt so propagiert wird, das wird nicht in deinen Geist gehen, sondern es wird immer in den Emotionen und in dem intellektuellen Bereich deines Seins bleiben. Und dieses, was das Wort Gottes tut, ist, es hat Kraft. Es hat Kraft, die Dinge zu durchdringen. Es hat Kraft, diese Gedankenkonstrukte, dieses Karussell anzuhalten. Es hat Kraft, dich von dem Karussell runterzuholen und dich in eine vollkommen neue Perspektive zu bringen. Es hat die Kraft, diese dunkle, bedrängende Gedankenstruktur zu unterbrechen und dir einen Ausblick und eine Hoffnung zu geben, die kannst du selber nicht machen. Die kann dir auch nicht jemand anderes geben oder zusprechen, sondern es ist ein Geheimnis, was der Heilige Geist in uns schafft. Und es ist das Geheimnis, dass Gott uns das gibt. Er schenkt uns das, weil er gesagt hat, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Genau wie der Regen vom Himmel fällt und der Schnee und nicht wieder dahin zurückgeht, sondern die Erde tränkt, dass sie Brot gibt dem Sämann, der gesät hat. Genau so wird mein Wort sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird bewirken, zu dem ich es gesandt habe. Und das muss tief in deinem Herzen eingepflanzt sein. Genau dieses Wort eingepflanzt in deinem Herzen. Es war für mich dieses Wort wie eine, gleichzeitig wie so eine sanfte Berührung, wie so ein Öltropfen, der sich auf diese aufgeregte Stimmung auch gelegt hat. Und ich wusste, ich habe einen starken Helfer an meiner Seite. Er wird sie fürsorglich leiten, so hieß es da. Das Wort fürsorglich ist ein total schönes Wort. Es bedeutet sorgsam, behutsam, schonend, umsichtig, wachsam, wie seinen Augapfel behütend, vorausschauend, bergend, beschützend, zuverlässig. Das alles tut der Herr. Und er tut es nicht nur in meinem Leben, sondern auch in deinem Leben. Fürsorglich leiten heißt, nicht allein sein auf dem Weg. Nicht ins Ungewisse unterwegs sein, das keiner kennt oder abzuschätzen vermag. Schau, wir haben das letzte Jahr gesehen. Es hat uns wirklich oft geängstigt, oft verwirrt, oft sprachlos gemacht. Hat ja auch eine Maskenpflicht gehabt. Aber wir konnten das alles nicht einschätzen. Und genauso gehen wir ja auch jetzt in das jetzige, neu angefangene Jahr. Aber
dieses fürsorglich Leiten, nicht alleine auf dem Weg sein, heißt geleitet im Vertrauen zu dem, der den Weg kennt und dem ich vertraue, dass er mich und meine Kinder, meine Versorgung, meine Habe, wie in der Vergangenheit, gut und sicher hindurchbringen wird. Vielleicht kannst du das auch von dem letzten Jahr sagen. Ich bin durchgekommen. Es war nicht leicht, es war nicht einfach, ich konnte das nicht einfach ignorieren. Ich habe ein Begehren in mir gehabt, aufzustehen gegen die ganzen Dinge. Aber gleichzeitig ist es so, dass der Herr uns alle durchgebracht hat. Und er wird auch in diesem Jahr uns selbst durch diese Täler, durch die dürren Strecken, durch die Wüstenzeiten, durch Krankheiten, vielleicht auch Todestal, wird er uns sicher hindurchbringen. Sicher geleitet, fürsorglich, achtsam und behutsam. Wunderbar geleitet durch den Heiligen Geist. Den Geist der Wahrheit, der Weisheit und der Erkenntnis, der in mir lebt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann leitet er dich, weil er in dir ist. Und du kannst ihm Raum geben. Je dichter du mit ihm läufst und je mehr deine Augen auf den Herrn und auf dieses Unsichtbare gelenkt sind, umso sicher wird dein Schritt sein. Und unsere Schritte werden zum Weg gemacht. Da heißt es im Psalm 85, Vers 14, Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Hey, da ist einer, der deine Tritte zum Weg macht. Oder ihr kennt alle diesen Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und er wird deinen Weg gerade machen und der Herr befestigt die Schritte eines Mannes. Das sind alles die Psalmworte. Wenn du die Psalmen liest, es ist ständig davon die Rede, dass der Herr etwas unternimmt. Und das ist meine Botschaft heute Abend. Der Herr unternimmt was in deinem Leben und in meinem Leben. In diesem Vers von Jesaja 40, da wird uns dieses große Hirtenbild, dieses geniale Hirtenbild der Versorgung und dieser Leitung gezeigt. Das Bild des guten Hirten, der sich, also dieses Bild zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Du wirst es finden schon in den ersten Mosebüchern und du findest es ganz am Schluss bei Johannes. Und in Psalm 78, Vers 70 bis 72, da wird uns von David, dem Hirten, ein Beispiel gegeben. Also du findest alle diese Dinge, mit denen wir uns heute so beschäftigen, du wirst sie finden, wenn du in der Bibel suchst, wenn du gräbst, wenn du forschst. Du wirst Beispiele in der Bibel finden für das, was wichtig ist in unserem Leben. Da heißt es, er, also Gott, erwählte David seinen Knecht und nahm ihn weg von den Hürden der Schafe. Von den Muttertieren weg holte er ihn, dass er Jakob, sein Volk, also Israel, weidete. Und Israel war sein Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Das ist der Vorschatten für Jesus. Jesus ist der große, gute Hirte, der die Schafe leiten wird, in Sicherheit, behutsam, vorausschauend und sorgsam. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und hey, schau doch auf mich, schau, hör mir zu, lass deine Ohren aufgestellt sein, dass du mich hörst und vertraue mir, ich weiß den Weg. In dem großen Gleichnis über Jesus und die Menschen, die zu ihm gehören, heißt es, dass der gute Hirte die Schafe, die zu ihm gehören, bei ihrem Namen ruft. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil er kennt uns. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du diesen Ruf von Jesus gehört hast, dass er deinen Namen ruft und sagt, komm her zu mir. Wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erfrischen, komm, dann ist das, dass er deinen Namen kennt. Und er kennt deinen Namen in guten Zeiten und in schlechten Zeiten.
In den Zeiten, wo du krank bist und in den Zeiten, wo es dir gut geht. In den Zeiten, wo du fröhlich bist und wo du traurig bist. In der Nacht, wenn du weinst, aber am Morgen, sagt die Bibel, wird Freude sein. Er wird abwischen deine Tränen von deinen Augen. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie kennen mich. Und Jesus sagt selber, ich kenne sie. Also zwischen dir und ihm und ihm und dir, da gibt es keine Distanz, sondern es ist eine Einheit, ein Kennen. Das so vertraute Bild aus Psalm 23, das kennen wir ja alle, das kennen sogar noch ganz viele Leute, die eigentlich so nur so kirchengläubige Leute sind, die können mit diesem Psalm 23 etwas anfangen. Nämlich, er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Ich werde bleiben im Haus des Herrn. Das sind alles diese grandiosen Zusagen in diesem Hirtenbild. Und das ist etwas, was auch über diese Aufgaben von dem Hirten spricht. Er musste nämlich schauen, ob wirklich es auf diesen Wiesen und Weiden oder auf dem Weg dahin Wasser gibt. Er musste schauen, ob auf den Wiesen keine giftigen Sachen waren oder ob da keine reisenden Tiere waren, dass er sie nicht ins Elend geführt hätte, sondern dass er sie wirklich auf gute Weide geführt hat. Und das ist im übertragenen Sinn etwas, was zu unseren Herzen sprechen soll. Jesus sättigt unser Herz. Er gibt unserer trockenen Seele zu trinken, weil er selbst das lebendige Wasser ist. Wenn du von ihm trinken kannst, dann wirst du merken, dass die Umstände und Zustände in deinem Leben sich verändern, weil du trinkst aus einer anderen Quelle. Du trinkst nicht nur von dem morastigen Wasser von irgendwelchen Nachrichten oder sonst irgendwelchen beängstigenden Dingen, sondern du trinkst von ihm selbst, von diesem lebendigen Wasser, was er dir geben wird. Er ist der starke Hirte. Dieses Bild von dem Stecken und Stab. Stecken und Stab, sie trösten mich. Das ist etwas, wo ich weiß, er wird mich rausholen aus Situationen, die schwierig sind. Denk mal an dieses Beispiel, an dieses Gleichnis, wo dieses Schaf sich verlaufen hatte und der Hirte geht und holt es. Und dieser Hirtenstab, der wirklich diese Richtung anzeigt, in die es geht. Und doch, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die, ich habe eben davon gesprochen, dass es auf diesen Wiesen und Weiden auch Giftiges gab. Ich glaube, dass es auch zu uns spricht, dass es in unserem Leben oft Dinge gibt, die sterben müssen oder die weggenommen werden müssen oder abgeschnitten werden müssen, damit sie uns nicht schaden. Und Jesus tut dieses Werk der Gnade an uns. Wir denken manchmal, es ist uns zum Schaden und es ist uns zur Last und wir wollen das nicht. Und ich quengel dann manchmal rum und warum das jetzt und warum könnte das nicht so bleiben und all diese Dinge. Aber Jesus hat in seiner Gnade diese Sicht der Dinge, dass es viele todbringende Kräuter, im Bild gesprochen, in unseren Lebenswiesen gibt. Und er muss sie entfernen, damit wir nicht abhängig werden von giftigen Kräutern. Und das ist etwas, wo ich auch immer seine Leitung und seine Fürsorge suche, wo ich sage, Herr, was schlecht ist in meinem Leben, das musst du wegnehmen, damit es mir nicht zum Schaden wird. Und ist das nicht genial, dass er als der Hirte wirklich dieses Verlorene sucht, dieses Matte sucht, dieses Verletzte sucht? Das ist alles in diesem genialen Hirtenbild. In dieser alten Verheißung da in Jesaja 40, da heißt es, er, der Herr, wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Das ist doch eigentlich ein merkwürdiges Bild, dieses mit dem Gewandbausch tragen. Und ich glaube, in diesem Bild gesprochen, ich erkläre gleich, was das damit zu tun hat,
dass es hier bei uns auch Menschen gibt, die fürsorglich geleitet werden müssen, weil sie sich so fühlen, als können sie nicht mehr einen Schritt weitergehen. Uns haben in der letzten Woche auch viele angeschrieben, die gesagt haben, ich habe so viel versucht, ich bin so viel mit den Dingen unterwegs gewesen, ich bin so herausgefordert, ich kann einfach keinen Schritt mehr gehen. Sie sind angegriffen, abgelehnt, verletzt, schwach, müde und erschöpft. Aber gerade für dich gilt jetzt diese Zusage. Er, der Hirte Jesus, er wird dich tragen. Die nächste Strecke, die nächste Woche, den nächsten Monat, dieses ganze neue Jahr. Und zwar von heute, bis es zu Ende ist. Er verlässt dich nicht. Und genauso wenig verlässt er dich, wie ein Hirte, ein guter Hirte, seine Schafe verlassen würde. In Johannes 10, Vers 11 bis 15 lesen wir ein weiteres Bild, was Jesus von sich sagt. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen sind mir bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Der Mietling, das war jemand, dem die Schafherde nicht gehörte, sondern der nur um des Lohnes willen den Job gemacht hat, auf die Schafe aufzupassen. Aber von dem Mietling wird uns gesagt, dass es ihm nicht wirklich um die Schafe ging. Die waren ihm nicht ans Herz gewachsen. Es war ihm vielleicht egal, ob da manches verletzt war oder nicht mehr so schnell war oder wie auch immer, sondern er hatte diese Hingabe nicht, sich um die Schafe zu sorgen, geschweige denn sein Leben zu lassen, nur weil eine drohende Gefahr da gewesen ist. Ein Hirte aber ist jemand, der die Schafe zum Besitz hat. Sie gehören ihm. Deshalb kümmert er sich um sie. Er behütet sie und er würde sein Bestes für diese Schafe geben. Und das Beste wäre gerade gut genug für seine Schafe. In dem Text heißt es, und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewand Bausch tragen. Diese eigentümliche Bezeichnung Gewandbausch, das hat immer schon so ein bisschen zu mir gesprochen. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn ein Gewandbausch? So, der Gewandbausch war eine Innentasche in dem Mantel von dem Hirten. Sie war innen drin eingenäht, die war auch nicht so klein, sondern sie war in diesem Umhang innen drin. Und der Hirte hatte darin einige wertvolle Dinge, vielleicht sogar ein bisschen Geld, was er vom Verkauf erlöst hatte. Da hatte er Salben drin, Öle, die verwendet wurden, wenn die Schafe verletzt waren. Das waren Dinge, die in seiner Hirtentätigkeit unbedingt wichtig waren und die er aufbewahrt hat. Die hat er immer mitgeführt. Aber manchmal, da war es auch nötig, dass er ein vielleicht neugeborenes Lamm in diesen Gewandbausch hineingesteckt hat, weil es noch zu wenig entwickelt war. Vielleicht war es kalt. Er musste es versorgen und er hat es in diesem Gewandbausch getragen. Das fand ich so ein schönes Bild, weil es davon spricht, dass das ganz nah am Herzen von diesem Hirten war. Er hat es festgehalten, getragen über das Geröll, über die Steine, über den steilen Weg, über all die Dinge, die gefährlich werden konnten für so ein kleines Lamm. Und das ist das, was hier gesagt wird. Er wird die Lämmer in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Hey, wenn du jetzt dich so fühlst, dass du sagst, Herr, ich muss getragen werden. Ich kann einfach nicht laufen im Moment. Ich bin beeinträchtigt. Ich habe Schmerzen, ich habe Sorgen, ich habe Bedrängnis. Ich muss getragen werden. Dann wird er das Wort wahrmachen in deinem Leben. Er wird die Lämmer auf den Arm nehmen
und in seinem Gewandbausch tragen. Was für ein geniales Bild! Dicht am Herzen von Jesus, seinen Herzschlag hören, seine Stimme hören und lernen, wie sie klingt. Und das ist was, was wir brauchen. Wir brauchen alle dieses Hören seiner Stimme, damit wir sie raushören aus den vielen Stimmen, die um uns herum sind. Es drängen immer Stimmen auf uns ein, die uns hin und her zerren wollen, was wir tun müssen, was wir nicht tun müssen, was wir denken sollen und nicht denken, was wir reden sollen und nicht reden sollen. Wir müssen hören lernen, wie die Stimme von Jesus klingt. Und das wird dir Ruhe geben. Das wird dich in eine Gelassenheit führen. Es wird dir Kraft in den Umbrüchen deines Lebens geben. In den Situationen, die wir nicht immer bestimmen können. Den Herausforderungen, unter denen wir leben. Diese Stimme wird dich ermutigen, wie keine andere Stimme es tun kann. Es geht nicht. Menschen können so nett und freundlich sein. Sie können einem so viel Mut zusprechen, so ja, wie ich es jetzt vielleicht auch für dich tue. Aber schau, diese Stimme von Jesus, die Stimme vom Heiligen Geist, das ist etwas, was durch keine menschliche Stimme ersetzt werden kann. Und du musst lernen, diese Stimme zu hören und sie zu unterscheiden von den vielen anderen Stimmen. In Jesaja 41, Vers 13, da lesen wir, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht. In diesen letzten Monaten, wo diese C-Krise begonnen hat, da haben so viele Menschen darunter gelitten, dass sie müde waren, dass sie erschöpft waren, weil sie keinen Hirten haben. Sie sind regiert von Angst und Unsicherheit und sie sind wie verlorene Schafe. Und das spricht genau das Matthäus-Evangelium an in Kapitel 9, Vers 36 bis 38. Das hat mich am Anfang dieser Krise, hat mich das mal sehr beschäftigt. Da war das noch ganz neu mit den Masken, da war es noch ganz neu mit dieser überzogenen, krassen Angst, die die Menschen empfunden haben. Und ich war in der Stadt unterwegs und ich habe dann viele Leute da stehen sehen. Und also ich musste echt weinen, weil mir dieses in den Sinn gekommen ist, was Jesus gesagt hat. Er hatte nämlich auch die Menschen gesehen und er sah sie und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keinen Hirten haben, verirren sich. Sie werden angegriffen, sie verletzen sich, sie sind darauf angewiesen, einen Hirten und eine Leitung zu haben. Und Jesus sagt in diesem Kapitel zu seinen Jüngern, genau in diesem Textzusammenhang, die Schafe, die müde sind, die keinen Hirten haben. Und er sagt in dem Zusammenhang, die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter für seine Ernte aussendet. Denn wenn die Bedrängnis kommen wird, dann sollen wir zu denen gehören, die in der Ernte gefunden werden. Menschen brauchen dringend, ganz, ganz dringend eine Information, einen Fingerzeig, ein Wort, eine Darstellung, dass sie den Hirten Jesus kennenlernen. Sie brauchen das ganz, ganz dringend in ihrem Leben. Und vielleicht triffst du jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auf Menschen, die müde und erschöpft sind und denen du sagen kannst, ich kenne einen Hirten. Ich habe einen Hirten in meinem Leben. Ich kenne ihn, ich höre ihn, er leitet mich und er kann dich auch leiten. Das ist Hoffnung für viele, viele Menschen. Und wir, die wir Jesus kennen, wir sollten genau das tun. Das ist nämlich das, was Erntearbeit ist. Zeigen, wer der Hirte ist. Wir sollen die sein, die ihnen berichten von den Dingen, die wir erlebt haben, von den Kämpfen,
in denen wir müde geworden sind. Weißt du, ich mag das einfach nicht, wenn man nur sagt, oh, mit Jesus ist alles nur toll, weil es nicht stimmt. Denn wir müssen durch viele Herausforderungen gehen, wir müssen durch viele Kämpfe gehen und trotzdem wird es so sein, dass der Herr an unserer Seite ist und dass er auch Kämpfe für uns ausfechtet und er wird uns helfen. Und ich glaube, das, was Menschen dringend suchen, Menschen in der Welt werden in eine Sinnkrise kommen. Das ist von den prophetischen Worten angekündigt. Es wird Erschütterungen geben und das wird Menschen zeigen, dass die Dinge, auf die sie sich bis jetzt verlassen haben, nicht verlässlich sind. Und trotzdem gibt es eine Lösung, trotzdem gibt es einen Hirten, mit dem sie gehen können, getragen werden, ausruhen, aufgefangen sein. Das ist für uns alle doch oft ein tiefes Sehnen. Und wie viel mehr noch die Menschen, die keine Hoffnung haben. Jesus selbst hat uns versprochen, dass er uns über diese reißenden Bäche, über diese Geröllhalten, über diese unwegsamen Gebiete und Straßen sicher führen wird. Er wird uns nicht verpassen. Und er trägt uns. Und wenn wir Angst haben, wird er seine Stimme uns hören lassen. Und seine Stimme wird dieses, das wird wie Salböl in unseren Herzen sein. Der Vers in Jesaja 40 geht weiter. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Also das ist für mich das größte Erbarmen, die größte Gnade, die hier Gott in seinem Wort beschreibt. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und das ist etwas, was mich auch in dieser Nacht, wo ich diesen Vers gelesen habe, ich bin nun keine Mutter, die noch stillt, aber ich glaube, Mütter brauchen immer den Zuspruch, dass sie nicht alleine mit der Versorgung der Kinder, mit dieser Leitung, mit diesem Voranbringen der Kinder unterwegs sein müssen, sondern dass der Herr an ihrer Seite ist. Und ich weiß, wir haben hier unter uns Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade in der Situation sind, dass sie schwanger sind oder Mütter, die gerade ihr Baby bekommen haben oder Mütter, die wirklich in heftiger Bedrängnis sind. Heute hat uns auch jemand angeschrieben, die in Bedrängnis sind, weil sie nicht wissen, wie das mit ihren Kindern weitergehen wird, was sie tun müssen, wie sie sie noch leiten können. Und ich möchte dir zusagen, hey, er wird deine Kinder fürsorglich leiten und er wird dich fürsorglich leiten. Er wird dir Weisheit geben, Erkenntnis, wie du beten sollst, wie du deine Kinder segnen kannst, wie du in ihr Leben hineinsprechen, hineinproklamieren kannst, wie du Gutes über ihnen aussprechen kannst. Der Herr hat ein Auge auf dich, dass du deine Nachkommenschaft wirklich beeinflussen kannst. Vielleicht geht das eben natürlich nicht jetzt im Moment. Vielleicht sind deine Kinder abgewandt von dir. Vielleicht sind sie zu Weihnachten nicht zu dir zu Hause gewesen. Vielleicht hast du keinen Kontakt mehr zu ihnen. Aber verstehst du, die Dinge werden im Übernatürlichen entschieden. Die Dinge werden im Gebet entschieden. Hör nicht auf zu beten, hör nicht auf, die Stimme des Hirten zu hören und mit ihm im Gespräch zu sein und zu sagen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber du hast einen Weg für mich. Du wirst mich und meine Kinder fürsorglich leiten. Er schaut in einer ganz besonderen Weise jetzt auf dich und er schaut voraus auf dieses Jahr, durch das du mit deinen Kindern gehen wirst. Er schaut auf dich und deine Kinder, die du bei dir führst. Ich empfinde das als zutiefst ermutigend und das war es auch, was mich in diesen Nachtstunden so sehr ermutigt hat, dass es einfach eine Gnade gibt, die der Herr mir zuspricht. Und in dem Psalm 94, Vers 19 heißt es, als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. So, nun habe ich gedacht über diesen Vers mit den Muttertieren und das sind besondere Tiere, die man nicht hetzen darf, weil sie sonst diese Milchproduktion einstellen und das wird für die Lämmer ganz gefährlich sein. Nun gibt es ja auch diese Dinge, dass wir sagen, jemand kann mit einer Vision, mit einer Berufung, mit einer
mit etwas, was der Herr gegeben hat, schwanger, wie schwanger sein, etwas, was eine Berufung hat, die noch nicht da ist. Auch das ist in diesem Kontext so zu verstehen, dass der Herr das fürsorglich in deinem Leben begleiten wird. Es kann ein Auftrag sein, es kann ein Traum sein, den du von Gott hast. Es kann etwas sein, wo du sagst, das möchte ich gerne tun für Gott und für die Menschen und alles diese Dinge. Aber wenn du im Natürlichen schaust, wenn du die Dinge im Natürlichen bedenkst, dann wirst du sagen, das wird wahrscheinlich irgendwie nicht so durchgehen. Das ist im Moment wirklich schwierig und die Sicht ist nicht so klar auf diese Dinge. Auch wenn du diese Entwicklung nicht im Moment abschätzen kannst, weil es auch diese besonderen Beschränkungen gibt, es gibt diese Maßnahmen, unter denen wir alle leiden und wahrscheinlich sagst du, oh, das ist wirklich zu realisieren gar nicht möglich, dann möchte ich dir sagen, du bist getragen in diesen Unsicherheiten und du bist von Gott beobachtet. Er ist doch der, der dein Leben leitet. Er ist doch der, der als Hirte vorangeht. Er wird dich tragen mit dieser Idee, mit diesem Traum, mit dieser Vision, mit dieser Berufung und er wird dich da durchtragen. Und er wird dich fürsorglich leiten. Er wird schauen, was gut für dich ist. Er wird schauen, wie er deinen Weg ebnen kann. Er wird schauen, dass er die Dinge, die nicht gut sind, aus dieser Wiese, aus dieser Weide herausreißt. Er wird dafür sorgen, dass diese gefährlichen Dinge, auch Tiere, die in diesem Hirtenbild gemeint sind, dass sie dich nicht anfallen können. Damit ist gemeint, dass der Teufel, der die Dinge immer rauben will, der dich belügen will, der dich immer zuschwätzen will, dass der Herr dafür sorgen wird, dass du sicher durchkommst. Wenn der Herr eine Berufung auf dein Leben gelegt hat, er wird sie hervorbringen. Getragen in Unsicherheiten. Das wird auch in diesem Jahr wirklich eine Herausforderung. Das wird in diesem Jahr eine Herausforderung für uns alle auch werden, denn es gibt bestimmte Nöte, die in diesen Wochen auf uns zukommen, zum Beispiel Impfung ja, Impfung nein, bestimmte Dinge, die wir jetzt nicht entscheiden können und bestimmte Dinge, die wir nicht abschätzen können. Und deshalb glaube ich, dass es so sein wird, dass, oder sein muss, dass wir uns ganz eng an den Hirten andocken, dass wir ganz eng bei ihm laufen. Und vielleicht gibt es wirklich Wegstrecken, wo er dich trägt. In der letzten Nacht, als ich nochmal über diesen Text gebetet habe, da hatte ich das Empfinden, dass der Herr dir und mir zuspricht, du wirst nicht in die Irre laufen. Ich bin der gute Hirte für dich. Wenn du nahe an mir bleibst, wirst du meine Stimme hören und deine Schritte werden gefestigt den richtigen Weg gehen. Du kannst mir folgen. Ich führe dich. Wir sind unterwegs zu grünen Auen und zu frischem Wasser. Ich bin bei dir. Folge keinem Mietling. Wenn du mit einem Mietling läufst, wirst du erleben müssen, dass er dich verlässt, wenn Gefahr auf ihn zukommt. Ich, der gute Hirte, werde dich niemals verlassen und dich niemals versäumen. Fürsorglich geleitet inmitten von bedrängendem Weg, getragen in diesem neuen Jahr, geleitet in seinem Schutz und Segen. Und wir beten deshalb für dich, dass du ein wundervolles Jahr erleben wirst, ein Jahr voller Wunder und dass du ein siegreiches Jahr erleben wirst, ein Jahr voller Siege, die Gott in deinem Leben hervorbringt. Und deshalb sagen wir diesen Satz, der für uns von Gottes Haus, von Martin und mir so wichtig ist, dass wir ihn immer und immer, immer wieder auch beten, dass wir ihn sprechen, dass wir immer wieder dazu finden, dass wir sagen, Gott hat mehr für dich. Und das glauben wir und das beten wir für dich. Halleluja. Yes. Halleluja. Bestimmung in diesem neuen Bestimmung. Jahr, das wir hineingehen, das ist tatsächlich ein Thema, um das es auch gleich weitergehen wird. Wir sind, wir sind einfach schon gesegnet von dem,
wie der Herr uns versorgt, wie der Herr an unserer Seite steht, ja, mit diesem Hirtenbild, das ist natürlich so grandios, genau, ja, wenn man das wirklich... Er leitet uns. Ja, wenn man sich das bewusst macht, ja, der Herr ist wirklich an unserer Seite und führt uns. Ja. Ach. Amen. Lass uns damit einfach beten. Ja. Herr, wir beten jetzt wirklich für die Leute, die diesen Blick zu dir haben müssen, ganz neu. Die wirklich diese Augensalbe von dem Hirten brauchen, dass ihr Blick wieder klar wird. Ja. Dass sie getragen sind von dir, dass sie wirklich dieses Bewusstsein haben. Du trägst sie. Du trägst sie über das Geröll und über die schwierigen Wege und durch die schwierigen Zeiten. Du trägst sie, du verbindest sie, wenn sie verletzt sind. Du nimmst sie in diesen Gewandbausch und du wirst sie an deinem Herzen tragen. Wir glauben, dass du wirklich dieser gute Hirte bist, dass du uns niemals verlässt noch versäumst. Du bist immer da. Und du bist unveränderbar, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, auch in diesem Jahr. Ja, Herr, und wir danken dir, dass du sagst, dass du uns niemals verlassen oder versäumen wirst. Du wirst uns niemals einfach dem Feind so überlassen. Ja. Ja, du bist an unserer Seite und du stehst uns Amen. Zur Seite, tröstest uns, führst uns, leistest uns, bewachst uns, lässt deine Engel um uns sein. Herr, wir danken dir dafür. Egal wie es aussieht, egal wie die Herausforderungen sind, egal was auf uns zukommt, du bist an unserer Seite und du lenkst uns. Wir sind nicht allein. Wir sind wirklich in einer besseren Position als die Menschen dieser Welt, weil wir haben den Hirten, den absoluten Hirten aller Hirten an unserer Seite. Und das gilt für dich. Er steht dir zur Seite. Und wenn du in Not und Bedrängnis bist, dann nimmt er dich tatsächlich in diesen Gewandbausch an dein Herz. Und trägt dich. Amen und Amen. Amen. Halleluja. Yes.